Oh mein Gott, ich muss euch eine Sache erzählen. Oh mein Gott, daran erinnere ich mich gerade. Ich schwöre bei Gott, es ist keine Lüge, was ich jetzt sage. Als ich in München war, Chat. Als ich in München war, war ich, ich habe ja da eine Nacht geschlafen und ich schwöre bei Gott, krank. Ich schwöre krank. Und ich bin um 2 Uhr nachts bin ich wohin gegangen und bin dann um so 4:30 Uhr gegen 5 Uhr zurück in mein Hotel. Okay? Und ich schwöre auf alles. Ich bin in, es war alles dunkel, ne? Natürlich darf man Keks. Und ich bin zurück ins Hotel, ich schwöre bei Gott, ich lüge nicht. Und ich bin in den Fahrstuhl eingestiegen und bin in meine Etage und wenn man vom Fahrstuhl, ich bin in die Moschee gegangen, ich wollte es jetzt nicht sagen. Aber sonst denkt ihr jetzt, ich bin feiern gegangen oder sowas, aber ich bin in die Moschee gegangen. Und bin dann zurückgekommen und bin aus dem Fahrstuhl ausgestiegen. Und als der Fahrstuhl aufging, wenn man rauskommt, sind zwei Stühle, so eine großen Stühle, stehen draußen im Gang, im Flur. Und bei Gott, ich lüge nicht. Ich komme raus, Tür geht auf, beim Aufgehen, ich gucke, jemand sitzt genau geradezu um 4:30 Uhr so in dem Stuhl und guckt mich einfach an. Ich schwöre auf meine Mutter. Ein Mann. Mein Herz ist in die Hose gerutscht. Er sah nicht irgendwie komisch aus. Er sah ganz normal aus. Er sah ganz normal aus. Nichts irgendwie so. Aber dass er da um 4:30 Uhr sitzt, kein Ton sagt. So sitzt, hat er da gesessen. Und guckt mich an. Ich habe richtig Angst bekommen. Was habe ich gemacht? Weil ich so Angst, weil ich so Dings da bekommen habe in dem Moment. So ein Schockmoment. Bin ich kurz stehen geblieben und meinte zu ihm, sagen Sie mal, können Sie mir helfen? Wann ist denn eigentlich morgen Frühstück? Dass ich ihn direkt zeige, so. Weil ich dachte, Bruder, wenn ich jetzt weiterlaufe, ich schwöre, so. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Dann hat er mir doch direkt geantwortet, aber er war richtig komisch, also er war richtig so komisch gewesen. Ich schwöre bei Gott, er saß um 4:30 Uhr im Flur auf einem Sitz und hat mich einfach ange. Also ich bin rausgekommen, Tür geht auf und dabei habe ich ihn einfach gerade angeguckt. Das war. Ja, Mann. Yunus, mein Bruder, ich küsse dein Herz. Bester Mann, Yunus hat mich durch München getragen. Guck mal, ich sag genau, jetzt genau macht er das ab. Danke für 5, mein Bruder. Ehrenmann, ich schwöre. Der hat sich um mich gekümmert, mein Bruder. Der wollte kein Foto mit mir machen, definitiv nicht. Okay, Chat. Es war Mittag, als der Sanitäter Patrick Moran seinen Krankenwagen die Pitch Pine Crescent lenkte. Die Augustsonne stand hoch am Himmel und das Einzige, was die schöne kanadische Vorstadt weniger friedlich wirken ließ, waren die laut heulenden Sirenen des Rettungswagens, der gerade mit eingeschaltetem Blaulicht durch die Straße raste. Doch Patrick hatte keinen Blick für die schicken Häuser und die ordentlichen Vorgärten. Er und seine Kollegen hatten einen alarmierenden Notruf aus 3635, dem Haus von Caleb Harris, bekommen. Jede Sekunde konnte entscheidend sein. Als Moran den Krankenwagen zum Stehen brachte, hatte er einen kurzen Moment Zeit, um das Haus zu betrachten. Mit seiner schicken Fassade und dem schrägen Dach war das luxuriöse Gebäude mit Abstand eines der schönsten der ganzen Straße. Doch das war nicht das, was Patrick Moran die Sprache verschlagen hatte. Dem Sanitäter wurde klar, er war nicht zum ersten Mal hier. In den letzten Jahren war er bereits zweimal hier und hat zwei Leichen aus dem Vorstadthaus transportiert. Und sein Gefühl sagte ihm, dass es eine weitere geben würde. Trotz der Hitze im August fröstelte Patrick. So, Jalla, wir gehen rein. Im zweiten Lebensjahr wuchs Caleb Harrison in 3635 Pitch Pine Crescent auf.
einem schicken Vorort von Mississauga in Kanada. Das Oha, wie krass sieht's aus. Luxuriöse Gebäude erweckte den Anschein, dass Caleb es besonders leicht in seinem Leben hatte. Aber dem war nicht so. Seine Eltern Bill und Bridget Harrison lernten sich in den 60ern kennen und verliebten sich ineinander. In den nachfolgenden Jahren mussten sie einige Hürden meistern. Am schlimmsten war, dass sie regelmäßig mit Rassismus konfrontiert wurden, weil es damals sehr unüblich war, dass eine weiße Frau mit einem schwarzen Mann zusammenlebte. Aber das brachte ihre Beziehung nicht ins Wanken. Stattdessen wuchsen sie näher zusammen und heirateten ein paar Jahre später. Bridget war eine temperamentvolle und lebhafte Frau. Bill hingegen war sehr zurückhaltend und ruhig. Zusammen ergänzten sie sich perfekt und schließlich beschlossen sie, dass sie gerne eine Familie gründen wollten. Da Bridget allerdings keine Kinder bekommen konnte, entschieden sie sich 1973 für eine Adoption. Und schon nach kurzer Zeit kam der damals 6 Monate alte Caleb zu ihnen. Der kleine Junge war ein Sonnenschein und brachte viel Freude in Bridget und Bills Leben. Wow, passt sogar voll, finde ich. Wow, passt übertrieben. Sweet, ja, der kommt ja da. Digga, übertrieben ähnlich irgendwie, oder? Auch Vater mit Nase? Man könnte übertrieben denken, das ist von denen. Krank. Da ihre Wohnung zu dritt zu klein wurde, kauften sie 1975 ein Haus. Das Haus in 3635 Pitch Pine Crescent. Boah, geiles Haus, ja. Die Harrisons schafften es schnell, das große Haus mit Leben zu füllen. Sie hatten eine große Familie mit vielen Cousinen, Tanten und Onkeln. Es wurde zu ihrem Zuhause und zu dem Ort, an dem Caleb aufwuchs. Caleb hatte es in der Schule nicht leicht. Er wurde mit Tourette diagnostiziert und seine Sprach- und Bewegungsticks wurden das Ziel von Hänseleien seiner Mitschüler. Bridget versuchte viel Verständnis für ihren Sohn zu haben, aber da sie selbst als Lehrerin arbeitete, hatte sie auch gewisse Ansprüche an die Leistung ihres Sohnes. Caleb konnte diese meistens nicht erfüllen und so gerieten die beiden in den nächsten Jahren oft aneinander. Der ruhige Bill schaffte es aber oft, sie zu besänftigen. Adoptiert, Bruder, ist einfach 1:1 wie Vater. 1:1 wie Vater. Nase und so. Wow. Und als Caleb die Schule abschloss, wurde das Verhältnis einfach einmal zwischen ihm und Bridget endlich wieder besser. Also, ein kleiner Junge, der in der Schule gehänselt wurde, mit Tourette, adoptiert und in einem großen Haus. Nach der Schule arbeitete Caleb in einem Lager in der Versandabteilung. Im Alter von 27 Jahren lernte er dort die damals 19-jährige Melissa Merritt kennen. Sie arbeitete an der Rezeption und war ihm mit ihrer fröhlichen, quirligen Art direkt aufgefallen. Die beiden gingen ein paar Mal miteinander aus und kamen schließlich zusammen. Melissas Vater und ihr Bruder, die beide als Polizisten arbeiteten, hatten Caleb zunächst ziemlich eingeschüchtert. Aber seine Hartnäckigkeit zahlte sich letztendlich aus. Caleb und Melissa waren sehr verliebt und wollten schon nach wenigen Monaten den nächsten Schritt auf einmal sieht aus wie Michael Jordan in ihrer Beziehung gehen. Sie wollten unbedingt gemeinsame Kinder haben. Bridget und Bill waren von diesem überstürzten Plan alles andere als begeistert. Aber Caleb ließ sich nur selten von den Ideen, die er sich in den Kopf gesetzt hatte, abbringen. Als adoptiertes Kind 27, 19, Bruder, was ist für euch, Chat? Alaikum salam. Was ist für euch Altersgrenze? Also was ist bei euch die Altersgrenze von Mann und von einem Paar? Absolut Max, also wirklich, wo man sagt, so Grenze. Also Unterschied. 4 Jahre, 6, 5, 4. 15 Max, boah, 15 ist schon sehr viel. 15 ist schon sehr viel. Ich habe immer gesagt, genau, für mich war immer so 6 bis 7 Jahre, habe ich immer gesagt, so, finde ich, ist in Ordnung. Nein, ich bin 40, meine Frau ist 34. Ich habe immer gesagt 6, 7 Jahre, ich persönlich. Und der Mann muss auch mal ein bisschen älter sein. Also, wenn wir jetzt sagen, der Mann ist, keine Ahnung, 22 und die Freundin ist 15, dann ist halt natürlich hart.
Aber sonst, ich finde 6, 7 Jahre ist vollkommen in Ordnung. Ne? Also meine Meinung. Liebe kennt kein Alter, schön gesagt. Wusste er, wie schwer es war, nie seine Leib... Frau kann auch Alter sein, klar. Ach nein, meine Frau ist nicht viel... Nein. Es ist schlimm. ...bisschen Eltern kennenzulernen. Deswegen wollte er unbedingt, dass seine Kinder nicht das Gleiche durchmachen müssen. Und die Chance auf leibliche Kinder wollten Melissa und er so schnell wie möglich ergreifen. Da Melissa vor ein paar Jahren Eierstockkrebs hatte und dadurch einen ihrer Eierstöcke verlor. Sollte sie irgendwann noch den anderen verlieren, würde sie keine eigenen Kinder mehr bekommen können. Verstehe ich aber, wenn die dann schnell machen wollen. Innerhalb der nächsten 3,5 Jahre zogen Caleb und Melissa das Tempo in ihrer Beziehung ziemlich an. Sie heirateten, bekamen 2 Kinder und kauften ein Haus stark aus in Georgetown, etwa 30 Minuten entfernt von Mississauga. Doch ihre Ehe blieb nicht allzu lange harmonisch. Caleb begann viel zu trinken. Sie hatte nie Eierstockkrebs. Sie hatte lediglich eine Zyste an einem Eierstock. Hä? Wie? Im Leidwesen von Melissa. Und plötzlich kam auch noch heraus, dass Melissa gelogen hatte. Sie lügt über Krebs? Wow. Sie hatte nie Eierstockkrebs. Sie hatte lediglich eine Zyste an einem Eierstock, die allerdings ohne Probleme entfernt werden konnte. Beide Eierstöcke waren gesund und sie hatte dennoch jedem erzählt, dass sie Krebs gehabt hätte. Warum macht man sowas, Chat? Warum macht man sowas? Einfach mit Krebs lügen. What, lol. Caleb konnte ihr das nicht verzeihen. In den nächsten Monaten gab es mehr Streit als friedliche Momente bei den beiden. Ja, normal, aber ey, sorry. Den beiden. Im Juni 2005 rief Melissa wegen häuslicher Gewalt die Polizei. Caleb hätte sie in den Schwitzkasten genommen und mehrfach auf ihren Kopf eingeschlagen. Caleb versuchte sich damit zu rechtfertigen, dass Melissa vorab mehrfach auf ihn losgegangen und ihn gekratzt hätte. Aber so oder so, ab diesem Zeitpunkt war ihre Ehe endgültig vorbei. Die beiden trennten sich und Caleb zog zurück in das Haus seiner Eltern. Melissa blieb mit den Kindern in Georgetown. Sie verbot Caleb, die Kinder zu besuchen. Boah, ich glaube, hier wird irgendwas Schlimmes noch passieren. Ich glaube, hier wird noch irgendwas Schlimmes passieren. Einen Monat später verursachte Caleb einen schweren Autounfall. Er war betrunken von Tral in ein Taxi gefahren. Der Fahrer des Taxis starb noch am Unfallort. Die 4 Passagiere überlebten verletzt. Caleb selbst wurde ebenfalls schwer verletzt. Er musste sich vor Gericht behaupten und durfte letztendlich gegen Kaution gehen, wenn er bei seinen Eltern wohnen blieb. Was? Was? Bruder, er ist alkoholisiert in ein Taxi reingefahren. Der Taxifahrer ist sogar gestorben daran und er durfte auf Kaution. Ich verstehe viele Dinge einfach nicht. Krank. Krass. Kurz darauf gingen mehrere Meldungen bei der Polizei ein. Melissa gab an, dass sie wiederholt zu Hause überfallen und angegriffen wurde. Sie wäre sich sicher, dass es Caleb gewesen wäre. Die Polizei überprüfte die Anschuldigung und stellte fest, dass Caleb aufgrund seiner starken Verletzung durch den Unfall auf Krücken angewiesen war und nicht dazu in der Lage gewesen wäre. Melissas Anschuldigungen waren also falsch und wurden fallen gelassen. Im Oktober 2005 bekam Caleb ein Umgangsrecht für seine Kinder und durfte diese von nun an dienstags, donnerstags und jedes zweite Wochenende zu sich holen. Kurz darauf lernte Melissa den 28-jährigen Christopher Fattore kennen. Christopher arbeitete als Küchenchef in einem Hooters und verdiente sich als Türsteher von Nachtclubs noch etwas dazu. Die beiden verliebten sich ineinander und kamen zusammen. Im Oktober 2006 machte Christopher Melissa einen Antrag. Als die beiden ihre Hochzeit planen wollten, bemerkte Melissa, dass sie noch offiziell mit Caleb verheiratet war. Sie glaubte irrtümlich, dass sie nach 2 Jahren Trennung automatisch geschieden wären. Die Hochzeit der beiden musste warten und in den nächsten Monaten folgte zunächst die offizielle Scheidung von Caleb und Melissa. Christopher und Melissa zogen zurück nach Mississauga, holten ihre Hochzeit nach und bekamen in den nächsten Jahren gemeinsam 4 weitere Kinder.
Caleb und Melissa kamen ganz gut miteinander zurecht. Das mussten sie auch, denn sie teilten sich mittlerweile das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Wenn sie bei Caleb waren, kümmerten sich auch Bridget und Bill aufopferungsvoll um ihre Enkelkinder, gingen mit ihnen Eis essen und fuhren sie zur Schule. Melissa passte das aber gar nicht. In einer Mail an Bill schrieb sie: "Wenn Caleb sich nicht um die Kinder kümmert, sollte es niemand anderes tun als ich." Doch verhindern konnte sie die unerwünschte Hilfe der Großeltern nicht. Innerhalb der nächsten 2 Jahre behauptete Melissa 5-mal vor der Polizei, dass Bridget und Bill ihre Kinder geschlagen hätten. Doch die Anzeigen wurden jedes Mal fallen gelassen, da der Polizei auffiel, dass Melissa ihre Kinder manipulierte und dazu zwang, ihre Anschuldigungen zu bestätigen. Da ihre Versuche scheiterten, die Kinder von den Großeltern zu trennen, verwehrte Melissa Caleb den Umgang mit seinen Kindern. Darf man, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist ja beim Gesetz auch so vorgegeben, ob du es... Ich glaube, das darf man nicht. Glaube ich zumindest. Dieser informierte darüber die Polizei, die Melissa klarmachte, dass sie selbst bald das Sorgerecht verlieren würde, wenn sie damit weitermachen würde. Zunächst schien die Situation geklärt zu sein. Doch im März 2009 musste Caleb doch noch eine 18-monatige Haftstrafe wegen seines Autounfalls absitzen. Digga, aber ey, überleg mal, Chat, 18 Monate ist gar nichts. Er hat einfach einen Menschen umgebracht, also ist Auto gefahren, alkoholisiert, 18 Monate ist gar nichts. Das ist wirklich gar nichts. In dieser Zeit wurde sein Sorgerechtsanteil an seine Eltern übertragen. Wie ihr euch schon denken könnt, war Melissa alles andere als begeistert, schien sich aber zunächst zu fügen. Ciao, ciao, Tim. Gute Nacht, Brudi. Am 16. April 2009 kam Bridget am Abend nach einer Schulvorstandssitzung nach Hause. Es war kurz nach 21 Uhr und als sie das Haus betrat, wurde sie in Dunkelheit gehüllt. Bridget rief nach Bill, aber außer das leise Du nach Hause. Am 16. April 2009 kam Bridget am Abend nach einer Schulvorstandssitzung nach Hause. Es war kurz nach 21 Uhr und als sie das Haus betrat, wurde sie in Dunkelheit gehüllt. Bridget rief nach Bill, aber außer das leise Dudeln des Fernsehers konnte sie nichts hören. Sie schaltete die Lichter an und schaute zunächst im Wohnzimmer nach ihrem Mann. Das Essen stand auf dem Couchtisch und der Fernseher lief, aber von Bill fehlte jede Spur. Auch im Schlafzimmer konnte sie ihn nicht finden. Während Bridget noch überlegte, wohin ihr Mann so spät noch gegangen sein könnte, fiel ihr auf, dass das Gäste-WC abgeschlossen war. Nein. Sie klopfte an die Tür und rief nach Bill. Als sie keine Antwort bekam, knackte sie das simple Schloss mit einer Haarnadel. Bill lag zusammengesunken zwischen Waschbecken und Toilette. Bridget wählte den Notruf. Oh mein Gott. 911, was ist Ihr Notfall? Mein Mann, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und habe ihn zusammengebrochen auf dem Badezimmerboden gefunden. Ist Ihr Mann ansprechbar? Nein, ich kann ihn nicht bewegen. Er ist in der Ecke zwischen der Toilette und der Tür und allem zusammengesunken. Bleiben Sie bitte in der Leitung, Ma'am. Ja, ich kann ihn nicht bewegen. Er atmet nicht. Okay, er atmet nicht. Er atmet nicht. Oh mein Gott. Das war das erste Mal, dass Sanitäter zu dem Haus der Harrisons rasten. Aber leider war ihnen sofort klar. Der 64-jährige Bill Harrison war tot. Krass. Die Sanitäter bemerkten Abschürfungen an seinem Nacken und waren sich nicht sicher, ob diese von seiner Halskette stammten. Deswegen riefen sie die Polizei dazu. Bridget betonte bei den Polizisten immer wieder, dass es ungewöhnlich war, dass im gesamten Haus keine Lichter an waren und warum ihr Mann sich hätte einschließen sollen, wenn er doch alleine zu Hause war. Sie vermutete ein Verbrechen. Die Polizisten hingegen gingen von einem natürlichen Tod aus. Macht doch gar keinen Sinn. Da aber keine offensichtliche Todesursache festzustellen war, wurde trotzdem eine Autopsie angeordnet. Allerdings keine so ausführliche Autopsie wie die, die bei Gewaltverbrechen angeordnet wird. Bridget fand, dass die Polizei hier ein Versäumnis beging. Dr. Timothy Feltes führte die Autopsie an Bill durch. Es lagen keine Hinweise auf einen natürlichen Tod vor. Also sowas wie Vorerkrankungen oder ein Herzfehler. Neben den Abschürfungen am Nacken bemerkte er, dass Bill eine Prellung an der Brust und ein gebrochenes Brustbein hat. 100%? Hä? Als ob er da in der sich einschließt? Hä?
Also manchmal, die Polizei ist manchmal bodenlos, ne? Also Real Talk, manchmal die Polizei ist wirklich bodenlos. Die Abschürfung führte er auf Bills Kette zurück und das gebrochene Brustbein auf einen Sturz. In den abschließenden Bericht schrieb er rein, dass er vermutete, dass Bill aufgrund von Herzrhythmusstörungen gestürzt war und aufs Waschbecken fiel. Dadurch wären die Prellung und das gebrochene Brustbein entstanden. Durch die Kombination der Verletzung und der Herzrhythmusstörung sei er schließlich verstorben. Er fügte allerdings hinzu, dass er nicht mit absoluter Sicherheit sagen konnte, dass es sich genauso abgespielt hatte. Einen Hinweis auf Herzprobleme gab es nämlich nicht. Ein paar Tage später bekam Bridget den Autopsiebericht in die Hände und war fassungslos. Bill war ein gesunder Mann und dieser Bericht würde nicht erklären, warum er plötzlich hätte versterben sollen. Gar keinen Sinn. Außerdem passierte einen Tag nach Bills Tod noch etwas Außergewöhnliches. Melissa, Christopher und die 6 Kinder verschwanden. Wochenlang konnte die Polizei die Familie nicht finden. Melissa hatte erneut gegen die Sorgerechtsregelung verstoßen und Caleb die Kinder entzogen. Irgendwann konnte die Polizei am anderen Ende von Kanada ausfindig machen und erfuhr, dass sie die letzten Wochen durch das Land gereist waren, um die Kinder nicht zu den Großeltern geben zu müssen. Melissa wurde wegen Kindesentführung angeklagt, durfte aber auf Kaution draußen bleiben. Ach, ich frage mich immer manchmal, wie dumm kann man sein? Also wirklich, also wie, noch dümmer geht's ja kaum. Oh Gott. Als Caleb Anfang 2010 wegen guter Führung früh aus dem Gefängnis entlassen wurde und wieder bei Bridget einzog, bekam er vor Gericht das alleinige Sorgerecht für seine beiden Kinder zugesprochen. Oh, Bruder, jetzt rastet sie aus. Weil er Melissa die Kinder aber nicht vorenthalten wollte, vereinbarte er mit ihr, dass sie die Kinder trotzdem weiterhin jede zweite Woche haben durfte. Bruder, warte mal, er kommt aus dem Knast raus und kriegt das alleinige Sorgerecht. Das macht aber auch gar keinen Sinn. Ich check gar nichts mehr. Ich sag ehrlich. Also das macht ja gar keinen Sinn. Er kommt aus dem Knast raus. Und, Melissa war sehr dankbar darüber. Bridget hingegen war mittlerweile nicht mehr gut auf Melissa und Christopher zu sprechen. Sie vermuteten, dass die beiden etwas mit Bills Tod zu tun hatten. Warum hätten sie sonst genau einen Tag darauf die Stadt verlassen sollen? Am 19. April 2010 schrieb sie auf ihrem Blog: Manche Menschen glauben an Zufälle, manche nicht. Nein, die Mutter auch noch? 2 Tage später fuhr Calebs 8-jähriger Sohn nach der Schule mit dem Fahrrad nach Hause. Als er das Haus in der Pitch Pine Crescent betrat, erwartete ihn Grausames. Am Fuße der Treppe, nur wenige Schritte neben dem Gäste-WC, in dem man Bill fand, lag Bridget. Die Augen offen, der Kopf auf der ersten Stufe und das Gesicht nach oben. Der Junge bekam bei dem Anblick seiner leblosen Oma Panik und rannte zu den Nachbarn. Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut. Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut. Der Junge wird sein Leben lang, Chat, sein Leben lang dieses Bild nicht aus seinem Kopf bekommen. Wow. Der Kopf auf der ersten Stufe und das Gesicht nach oben. Der Junge bekam bei dem Anblick seiner leblosen Oma Panik. Warte, ich mach zweimal, dreimal zurück hier. Als er das Haus in der Pitch Pine Crescent betrat, erwartete ihn Grausames. Am Fuße der Treppe, nur wenige Schritte neben dem Gäste-WC, in dem man Bill fand, lag Bridget. Die Augen offen, der Kopf auf der ersten Stufe und das Gesicht nach oben. Der Junge bekam bei... Boah, mein Gott, ich stelle es mir gerade bildlich vor. Boah, Alter. ...im Anblick seiner leblosen Oma Panik und rannte zu den Nachbarn. Wieder wurde ein Rettungswagen alarmiert, der nur noch den Tod feststellen konnte. Wieder flatterte im Frühjahr das rot-weiß gestreifte Absperrband der Polizei im Haus der Harrisons. Wieder wurde eine Leiche aus dem schönen Haus mit den großen Fenstern transportiert. Das einstige Zuhause wurde immer mehr zu einem Ort des Unglücks. Gabo, alaikum salam, Gabo. Zunächst wurde ein Treppensturz ohne Fremdeinwirkung vermutet.
Caleb und die restliche Familie von Bridget glaubten das nicht. Sie beharrten auf eine ausführliche Autopsie. Da die Polizei neben Schürfverletzungen Blutergüssen auf Würgemale am Hals feststellte, wurde der Tod als ungewöhnlich eingestuft. Es folgte die gewünschte ausführliche Autopsie. Zunächst stellten die Ärzte diverse Knochenbrüche am Nacken fest. Das bestärkte sie in der Theorie, dass Bridget die Treppe heruntergestürzt war. Aber sie bemerkten auch geplatzte Adern in ihren Augen, was die Theorie des Erwürgens bestärkte. Es gab keine eindeutigen Beweise für eine Fremdeinwirkung. Im Bericht wurde geschrieben, dass Bridget entweder durch einen Treppensturz oder durch Erwürgen zu Tode kam. Aber keine der beiden Theorien ausreichend zu beweisen war. Ihr Tod wurde als unbestimmt eingeordnet. Und da die Ermittler einen Zusammenhang zu Bills Tod sahen, wurde auch dieser als unbestimmt eingeordnet. In einer Fallnotiz der ermittelnden Polizisten stand: Nach einer umfassenden Untersuchung dieser Angelegenheit gab es keine Hinweise darauf, dass Harrison Opfer einer kriminellen Handlung wurde. Der Gerichtsmediziner kam zu dem Schluss, dass die Todesursache in dieser Angelegenheit Asphyxie ist und der Todesmechanismus unbekannt ist. Oh mein Gott. Bridgets Familie beharrt. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Oh Gott, ist das schlecht, wirklich. Warte darauf, dass Melissa und Christopher verhört werden sollten, da Bridget diese vor ihrem Tod verdächtigt hatte, Bill ermordet zu haben. Bei einer Befragung konnten beide allerdings ein Alibi vorweisen. Melissa hatte zu Hause als Tagesmutter gearbeitet und Christopher war erst ein paar Besorgungen. Das ist ja ein krasses Alibi. Nice. Machen und arbeitete anschließend zu Hause im Hinterhof. Krasses Alibi. Eine Kameraaufnahme bewies den Teil mit den Besorgungen und Melissa bestätigte, dass ihr Mann danach zu Hause gewesen wäre. Außerdem wies Melissa mehrfach auf Caleb hin. Dieser hätte in seiner Kindheit stets ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt und wenn jemand sie hätte umbringen wollen, dann er. Und tatsächlich wurde Caleb mehrfach verhört und zu dem Tod seiner Mutter befragt. Alter. Später sagte er aus, dass er das Gefühl hatte, die Polizisten verdächtigten ihn und wollten ihm die Tat anhängen. Allerdings war Caleb zum Tatzeitpunkt auf der Arbeit und hatte somit ein wasserdichtes Alibi. Er wiederum verwies auch mehrfach auf Melissa und Christopher, die seine Eltern nie gemocht hatten. Aufgrund ihrer Alibis wurden die beiden allerdings nicht weiter verhört. Wegen solchen Alibis? Ist das schlecht. Am 23. August 2013 kam Caleb nach einem Baseballspiel zurück nach Hause. Seine Kinder waren dieser Woche bei Melissa, aber eben hatten sie sich noch getroffen, um gemeinsam mit Christopher das Baseballspiel ihres Sohnes anzusehen. Anschließend waren die Kinder wieder mit Melissa und Christopher nach Hause gegangen und Caleb verbrachte den Abend allein. Das große Haus war seit dem Tod seiner Eltern sehr einsam und leise geworden. Wirklich wohl fühlte Caleb sich hier schon lange nicht mehr. Um die Stille zu überdecken, schaute er etwas fern und trank Alkohol. Gegen 23 Uhr rief seine neue Freundin an. Die beiden telefonierten etwas, bis sich Caleb ins Bett verabschiedete. Es war Hochsommer und sehr warm. Caleb schaltete den Ventilator im Schlafzimmer an und schlief nach einiger Zeit ein. Oh, ich habe irgendwie gerade so ein bisschen so, also nicht Angst, aber so ein bisschen aufgeregt, ich schwöre. Kennt ihr das? Am nächsten Morgen kam die Reinigungskraft der Harrisons. Sie hatte einen eigenen Schlüssel und putzte das Haus immer in der Zeit, in der Caleb auf der Arbeit war. Die vielen Zimmer zu reinigen dauerte immer einige Stunden und als er am Mittag an der Haustür klingelte, war sie noch lange nicht fertig. Als die Reinigungskraft gerade am Arbeiten war, klingelte es plötzlich an der Tür. Sie öffnete die Tür und vor ihr stand ein Kollege von Caleb. Er sagte, dass er sich Sorgen gemacht hatte und nach Caleb sehen wollte, da dieser am heutigen Tag nicht auf der Arbeit erschienen war. Sonst meldete sich Caleb zumindest immer zuverlässig ab. Die Reinigungskraft war überrascht, sie hatte die ganze Zeit angenommen, dass Caleb auf der Arbeit sei. Gemeinsam schauten sie sich im Haus um und kamen letztendlich an Calebs verschlossener Schlafzimmertür an. Sie betraten den Raum und fanden den Familienvater in seinem Bett. Sofort riefen sie einen Rettungswagen, aber auch dieses Mal kam jegliche Hilfe zu spät. Die Polizei stellte dieses Mal allerdings eindeutig fest, dass Caleb erwürgt worden war.
Ach, auf einmal? Oh, ich hab Gänsehaut gerade irgendwie, ja. Krass. Alter Schwede, wie kann es denn sein, dass Insolito das mit uns macht, Chat, jedes Mal? Warum will man immer weiter gucken? Ich verstehe es nicht. Weswegen sich auch der Blick auf Bridgets Tod noch einmal veränderte. Melissa und Christopher wurden erneut verhört, gaben sich allerdings gegenseitig ein Alibi und konnten deswegen nicht überführt werden. Daraufhin bekam Melissa das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder. Gemeinsam mit Christopher wollte sie einen Neuanfang wagen und so zogen sie nach Nova Scotia an die Ostküste Kanadas. Jeder ihrer Schritte wurde von der Polizei über... Hallo? Ich schwöre es euch, Mann. Der Mann ist so in dem Film drin, ne? Mann, Digga. Ich schwöre, man kriegt richtig Paranoia, Digga. ...überwacht, denn sie waren sich sicher, dass diese beiden die Mörder waren. Jedoch fehlten lange Zeit die eindeutigen Hinweise, um sie zu überführen. Irgendwann wurden aber DNA-Abgleiche mit den Hautschuppen unter Calebs Fingernägeln gemacht. Und die Partikel konnte man tatsächlich auf Christopher zurückführen. Mann, natürlich auf ihn zurück. Na klar. Also doch ein Geständnis. Im Januar 2014 wurden Melissa Merritt und Christopher Fazora an der Ostküste festgenommen. Die Polizei verhörte sie stundenlang. Und während Melissa schwieg, gestand Christopher nach einem 13-stündigen Verhör die Morde. Er sagte: Es war eine fürchterliche Familie, die Kinder grausam behandelt hat. Es war so klar. Ich schwöre dir, verzieh dich ins Gefängnis. Ich konnte das nicht mehr länger mit ansehen. Unter Tränen beichtete er, dass er Bridget und Caleb ermordet hatte, in der Hoffnung, dass Melissa so das alleinige Sorgerecht bekäme. Melissa selbst hätte von all dem nie etwas gewusst. Er hätte die Taten zwar für sie begangen, ihr davon aber nie etwas erzählt. Fazora erklärte, wie er Bridget umgebracht hatte. Mit dem Vorwand, einen Brief für die Kinder zu haben, klingelte er bei den Harrisons. Er wusste, dass Caleb arbeiten und die Kinder in der Schule waren. Er drängte Bridget ins Haus, schlug sie mehrfach und erwürgte sie. Caleb hätte er nie töten wollen. Er wollte ihm nur Angst einjagen. In jener Nacht sei er mit einem Baseballschläger versteckt in seinem Hoodie-Ärmel ins Haus eingedrungen. Er schlug Caleb mit dem Baseballschläger auf den Brustkorb. Doch dieser griff ihn an und er hätte nicht anders handeln können, als ihn zu erwürgen, um sich selbst zu schützen. Ins Haus eingewürgte sie. Caleb hätte er nie töten wollen. Er wollte ihm nur Angst einjagen. In jener Nacht sei er mit einem Baseballschläger versteckt in seinem Hoodie-Ärmel ins Haus eingedrungen. Er schlug Caleb mit dem Baseballschläger auf den Brustkorb. Doch dieser griff ihn an und er hätte nicht anders handeln können, als ihn zu erwürgen, um sich selbst zu schützen. Digga. Also, Bruder. Also. Er dreht's einfach noch um, ne? Weinend betonte Christopher, dass er auch 4 Kinder habe und dass er hoffe, dass er eine mildere Strafe bekäme, weil er selbst Vater sei. Oh mein Gott. Also wie kann man denn so dumm sein? Also wie kann man denn so lächerlich sein, wirklich? Ein paar Tage später sollten Melissa Merritt und Christopher Fazora mit einem Flugzeug der Polizei zurück nach Ontario transportiert werden. Die beiden warteten gemeinsam in einem Raum im Flughafen auf ihr Flugzeug. Unwissend, dass sich in diesem Raum Mikrofone befanden, begannen sich Melissa und Christopher zu unterhalten. Christopher fragte: Was hast du ihnen erzählt? Melissa antwortete: Nichts. Christopher gestand daraufhin: Gut, ich werde die ganze Schuld auf mich nehmen.
Das gesamte Gespräch ging noch um einiges länger und überzeugte die Ermittler, dass Melissa nicht nur alles wusste, sondern auch Mittäterin war. Darauf hin wurde ihr gemeinsamer Laptop untersucht. Die Ermittler fanden darauf Suchanfragen, die kurz vor Bridgets Tod getätigt wurden. Sie lauteten wie folgt: Wie lange dauert es, an Ersticken zu sterben? Was ist, wenn ein Großelternteil das Sorgerecht hat und dann stirbt? Wie lange dauert es, bis eine Person, die gewürgt wird, das Bewusstsein verliert? Oh mein Gott. Einfache Möglichkeit zu töten und damit davonzukommen. Oh mein Gott. Dadurch wurde deutlich, dass ihre Taten länger geplant waren. Bruder, also das ist nicht nur dumm, also, Digga. Aber leider nutzten sowohl Melissa als auch Christopher den Laptop und man konnte nicht herausfinden, wer von den beiden die Suchanfragen tätigte. Digga. Psychologen vermuten, dass die Suchen eher von Melissa stammen, da sie einen persönlicheren Bezug zu den Harrisons hatte. Am 27. September 2017 beginnt der Gerichtsprozess. Melissa Merritt und Christopher Fattore werden wegen Mordes angeklagt. Calebs Mord wurde wegen den DNA-Abgleichen sofort Christopher zugeordnet. Einige Beweise deuten allerdings darauf hin, dass Melissa ihn dazu aufforderte und ihm die Handschuhe und Kleidungsstücke, die er während der Tat trug, kaufte. Vor Gericht nimmt Fattore sein Geständnis auch zurück. Er sagte, dass er nichts mit dem Tod von Bridget oder Bill zu tun habe. Er hätte die Taten nur gestanden, weil er dachte, dass Melissa so bei den Kindern bleiben könnte. Bill hätte er nie etwas angetan, da er ihn immer am liebsten gemocht hatte von den Harrisons. Die Tode von Bridget und Bill Harrison geben dem Richter und den Geschworenen ein großes Rätsel auf. Dennoch wird Christopher... Nein, ich habe jetzt Angst, Alter. Nein. Ey, sag mir jetzt nicht, ich komme davon damit. Fattore wegen den Morden an Caleb und Bridget schuldig befunden. Yes. Ob Bill ermordet wurde und wenn ja, wer von den beiden ihn getötet hatte, bleibt unklar. Christopher Fattore bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Aber auch Melissa wird schuldig befunden. Sie hatte Christopher animiert, ihn gedeckt und ihm geholfen. Ob sie eventuell sogar Bill umgebracht hat, bleibt unklar. Trotzdem bekommt auch sie eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das heißt, beide bis zum Lebensende, ne? Weg. Krass. Boah. Oder nicht? Oder wie lange ist? Boah. Cray. Nein. Lebenslang. Hier sind 25. Ach. Dort sind 25 Jahre lebenslang. Digga, das ist dann wenig. Nee, hä? Warte mal. Hier ist doch 25 in Deutschland, oder nicht? 25 Minimum, okay. 25 Minimum. 25 Jahre Minimum. Ja, Deutschland ist 15 Jahre, soweit ich weiß. Die gemeinsamen Kinder von Caleb und Melissa leben mittlerweile bei Verwandten von Melissa. Mehrere Cousins, Tanten und Onkel von Caleb hatten sich dafür eingesetzt, das Sorgerecht zu bekommen und wollten vermeiden, dass die Kinder bei Melissas Familie aufwachsen. Aber leider hatten sie bisher keinen Erfolg damit. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Wieder einmal ein grausames Verbrechen, das einer ganzen Familie ihr Leben kostet. Ich sag euch ehrlich, auch irgendwo eine krasse Folge.